Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle Cops. Nochmal vorweg ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Übrigens dieses, reinschauen und fleißig gucken und auch von lange gucken. Ja, was haben wir im Februar-Update bekommen? Und zwar die Schläuche und Kabeleien sind in meinem Traktor verbunden. Die Paletten. Sieht dunkel aus, ne? Kriegen wieder Regen. Das war ja nicht so. Also, gucken wir gleich mit Wetterbericht rein. Und vor allem wollte ich gucken. Ah, kommt wieder Sonne. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte nämlich verkaufen. Paar so eine Ladung. So. Eben mal schauen. Und zwar, das sieht düster aus, ne? Ich wollte mal gucken. Und zwar Lager 2. Und da war ja was drinne. Und da haben wir 1500. 45.000 oder? Ach, wir laufen ja mit 120, stimmt ja. Entschuldigung, oh je. Das war jetzt nicht von mir die Absicht. Es wird dunkel. Gut, da werden wir bald eine Stunde schlafen. Haben wir eine Taschenlampe? Jo. Einmal vor Traktor ausmachen. Und zwar C Innenansicht. Irgendwie so dunkel. Wunder mich gerade nicht. Kommt jetzt Regen auf? Nö. Gut, sternklaren Himmel. Werde ich mal die Zeit überbrücken mit Schlaf. Jetzt haben wir Zähne. Locker. 10 Stunden. Ne, 10 Stunden mit Frühstück und so. Oh. Plus Armbrot. Kannst du versorgen, ne? Ist ja nicht ganz so dramatisch, ne? So, aber 0 Tage, 10 Stunden. Ah, ich bin 12. Auch die Zeit mit Frühstück und Armut. So. Können wir Licht ausmachen hier. So, die Sonne lacht, das ist gut. Der Katze miaut immer hier. Aber Futterfunktion ist nicht und Spielen auch nicht. Ja, das war gar nicht so geplant, dass ich jetzt noch mal schlafe oder so. Aber macht ja nichts, ne? Ist ja nicht so tragisch. So. Ja, ich meine, hier unten ist was drinne und das ist was noch so ein Lärm macht. Also trocken. So. Ne, entladen nicht, da war ich schon mal. WLAN. Wenn wir den Trigger nämlich leer haben, können wir ganz kurz gucken. Und zwar Klärwerk 0. Ja, das. Wir haben keine Aufgaben, keine Quest. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir sofort loslegen. So, wir haben heute Mittwoch sicherlich. Heute wird groß und ganz schön. Also trocken. Um 14 Uhr kommt mal Regen. Okay. Und
Morgen ist auch wieder recht nass, schauermäßig und so. Aber für uns ist immer anscheinend Händler. Das sind wieder andere Leute, würde ich meinen. Gut, was haben wir hier Schönes? Wir sind im Saldo von 5388, haben die sich ausgegeben. Mit Einkaufen, allem möglichen Zeug. Mal schauen, was uns bringt, ne? Das eigene Lager kann man nicht sehen, ne? Bank. Tierhändler. Und hier kann man sehen, was wir im Lager haben. Ein Weizensack ist ein 1. Im Abladebunker befinden sich noch 9305 Rocken und deswegen macht er hier Geräusche. Und die müssen wir beim nächsten Mal leer bekommen. So, erstmal C. C haben wir schon, ne? Streng. Auf geht's. Hoffe, der Ton passt. Wir fahren mal zum Hafen. Das heißt, alte bekannte Strecke fahren. Ja, 45.000 zweimal macht 90.000 plus sind 9.000 knappe. Ja, mit ja, über 100.000, ne? Liter. Rocken bringt ein bisschen mehr ein als Weizen. Kann ich schlecht sagen, ernten wir nur mehr Weizen oder weniger Weizen als oder mehr Rocken, als wenn wir jetzt theoretisch das eine oder andere haben. Ne? Irgendwann will ich auch noch wieder tellen, aber mal sehen, ob ich mir einen neuen Traktor leisten kann, der mehr Leistung hat. Ich meine, ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch vom Verdienst her, aber ich glaube eher nicht, dass es reicht. Also ein Traktor kostet ja auch ein bisschen was. Beim Pflügen brauchen wir sehr lange für und das heißt, Mietkosten werden dann ganz schön hoch. Weil Pflügen dauert halt lange, das ist ja halt so. Und mit Ausleihen, das wird nichts. Also ich glaube, der Ertrag, den wir dann mehr bekommen würden, theoretisch, wenn er sich dann mit einem Update auswirken würde, äußerst fraglich, ob sich das rentiert. Finanziell, ne? Links kommt nichts. Dann fahren wir. Ja, ich habe Tracking noch nicht aktiviert, weil das einfach. Letztes Mal hat nicht funktioniert. Es kann sein, dass sie andere Systeme unterstützen. Das ist möglich. Spiegel einstellen übrigens, ne? Das heißt, wir stellen uns mal hin. So. Müssen wir alle machen ohne Hänger, damit man sehen kann, was ist um zu sehen. So ungefähr. Würde ich mal ganz pauschal nehmen. So. Das können wir auch noch ein bisschen machen, ne? Den klappen wir ganz dicht ran. Könnte so sein, passt, ne?
gut, geht weiter. Man viel sehen wir eh nicht. Oh, links. Naja, ne. Aber überholt uns eh keiner. Da taut sich eh keiner hier. Fahren wir zum Hafen. Um die 100.000 Liter Getreide. Rocken. Blinker haben wir keine. Aber die pünktlich um 10 war unser Drescher weg gestern, ne? Also ohne Meckern, ohne Mohren. Weg. Gut, ich habe noch gewaschen. Die Blöße hat man mir nicht geben lassen, ne? Da muss ich auch waschen, auch nicht. Ich meine, gut, wenn die Zeit nicht gereicht hätte, dann wäre er eigentlich am Feld weg gewesen, ne? Man kann auch verlängern, das steht dazu. Deswegen kriegt man ja Post oben links. Verlängerung und so, ne? Ja, dann. Muss man halt verlängern, ne? Soll ich mal gucken, überlegen, wir am besten fahren, ne? Hier kann man fahren. Mal sehen, ob heute was sagt, wegen zu feucht und so. Weiß ich gar nicht. Könnte ja sein, dass theoretisch die Ladung zu feucht ist. Bald direkt vom Händler war im Prinzip war, ne? So. 604. Ich weiß nicht, ob das das wollte ich mal. Ah, geht noch rücken. Ob hier 7000. 70.000 ungefähr. Drescher, was kostet ein Traktor? Na. Und zwar, ich brauche ja einen starken. Aktuell habe ich einen. Guck mal kurz rein. Fuhrpark. Ich habe 180 PS. Der bringt 50.000. Oder ist nicht viel gefahren, ne? Wenderadius, Kraftstoff. Gut, angenommen, wir würden das Ding für 45.000 kriegen. Angenommen, es wäre so. Verlust. Hier kann man Reinigungsbeteiligung verkaufen. Also, ein. Was kostet er neu? Da muss ich aufpassen, wenn ich kaufe, wo normalerweise geht nicht. Tracktausend. 45.000. Ob wir 45.000 kriegen würden, das wäre nicht schlecht. Aber glaube ich eher nicht. Also ich habe hier drei Möglichkeiten. Einmal den Deutz. Mit 150.000. 70.000 kriege ich. Wird knapp. wird nicht reichen. Wenn ich verkaufe mit 45.000, wird auch nicht reichen. Ansonsten wäre noch hier der Klaas. Der kostet 255.000. Das ist noch eine andere Preisklasse. Und 45 PS brauchen wir nicht. Das haben wir ja. Wir haben 80. Da wäre echt der Deutz, ne? Die einzige Möglichkeit, die wir hätten. Deutz Fahrer. Ist auch nur der kleine, ne? In Anführungszeichen. Aber so ein Flug braucht eine gewisse Leistung. Also hier vierfach mal 3, 135 PS. Mal 6, da braucht 320. 230, Entschuldigung. Und wir haben 980. Da meist die Maus kein Fahren ab, ne?
Ist leider so. Also 70.000 kann man kriegen, theoretisch. Ja. Ist nicht viel. Ein bisschen mehr. Und wir müssen auch sehen, dass wir noch ein bisschen Reserve behalten. Brauche ja Geld für Dünger, für Saatgut und so. Das ist mit dem nicht getan, ne? Ist ja leider so. Muss ich schauen. 70.000 wird nicht reichen. Dann wird nicht hinten vorne nicht reichen. Die 45.000, wenn ich die wirklich kriegen würde, ich glaube eher nicht. Ja. 70, 30, 115. Dann reicht das Takt doch nicht aus. Dann haben wir auch kein Geld in Reserve, wenn man das erreichen würde. Ja, gut. Verkauf auf nächstes Jahr, ne? Dann wird nächstes Jahr gepflügt. Ja, nächstes Jahr auch mit 70.000 kriegen. Ja, was. Eigentlich wollte ich ja Raps aussehen, ne? Theoretisch. Raps wäre eine gute Option. Muss ich mal sagen. Wäre eine. Noch geht's aber nicht. Noch nicht. Ist noch nicht vorgesehen, neue Raps. Also, der Körnermais wäre eine Option, ne? Müsste aber im Prinzip eine Sägemaschine haben für Körnermais. Für, ja, Körnermais halt, ne? Nicht für Silage. Silage, ja, würde ich gern machen, aber leider auch da müssen wir Geräte haben und mit einem Abfahrer alleine kommen wir nicht zurecht. Das wird nichts, das dauert zu lange. Wir haben hier praktisch vier Felder. Ich möchte dann schon vier Felder wohl machen. Ja, schwierig, ne? Bekommt Hunger, so Mist. Um 4 Uhr haben wir das bei mir. Also, Zeit ist ja nicht zu sehen. Original. Mit dreifach können wir auch laufen lassen. Ob keiner? Nö. Gas und drüber. Ja, dann werde ich mir ganz kurz was zu essen machen. Ne? Also, ist ja halt so. Ne? Ist schon ein schöner Sonntag übrigens. Ne? Wer lange geschaut hat, weiß Bescheid. Mir ist gerade wieder eingefallen. Ansonsten kurz für mich Bäuschen und ja, was kochen. Ne? So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal ein dickes Dankeschön, fleißig reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen werden wir die weiteren Ladungen verkaufen. Tschüss.